Was geht ab YouTube? Ich bin's wieder, euer 66 Flake. Eventuell habt ihr auf YouTube schon mal ein paar Yu-Gi-Oh! Story Videos gesehen. Die sind auf jeden Fall sehr cool. Auf meinem Channel findet ihr weiter unten auch alle Story Videos von Your Yu-Gi-Oh! Channel, die ich euch echt nur empfehlen kann. Und meine Kollegen Atzen Jens und Zombie Zocker sind vor kurzem auf die Idee gekommen, mal ein Yu-Gi-Oh! Story Video in Bezug auf den derzeitigen Gesundheitszustand vom Zombie Zocker zu erfinden, welcher gerade an einer Infektion erkrankt ist. Und die Karten für diese Yu-Gi-Oh! Story sind hier im Endeffekt bei mir gelandet und nun muss ich wohl unter Einsatz meiner unendlichen Kreativität mal diese Story hier an die breite Masse bringen und deshalb präsentiere ich euch heute proudly presenting die Yu-Gi-Oh! Story vom erkrankten Zombie-Zocker. Also, eines Tages wurde Zombie-Zocker, welcher gerade wieder mal seine Einnahmen auf TCG Market prüfte, von einer seltsamen Keiminfektion befallen. Das Resultat dieser Infektion war ein waschechter Heuschnupfen. Zombie Zocker musste sein Großorgan so oft putzen, dass er im Endeffekt zur großen Langnase wurde. Sein Auswurf wurde sogar blutiger und die große Langnase sonderte Rotschleim ab. Allmählich entwickelte sich die Langnase zur Schleimbrutmaschine. Selbst seine Kumpels Atzen Jens, Crow und Psycho 89 mussten sich in seiner Nähe vor der Keiminfektion schützen. Sein Bruder Zombie Zocker Junior sperrte sich in dieser Zeit in seinem Zimmer ein, um der Infektion aus dem Weg zu gehen. Als die große Langnase Zombie Zocker dann auch noch mit abscheulichen Keim in Kontakt kam, wurde er letztendlich zum menschlichen Schleim. Keiner stand der tödlichen Viruswelle, welche Zombie-Zocker als menschlicher Schleim verbreitete und welche nebenbei so manchen Resident Evil-Virus in den Schatten stellt, mehr im Weg. Er baute eine Armee aus magisch reflektierendem Schleim, metallisch reflektierendem Schleim und Riesenkeimen auf, der ebenfalls Kenntnisse über die Rückkehr aus dem Tod besaß, entwickelte eine Armee aus Wiederbelebungsschleim. Nun kam es dazu, dass Janice, der lichtverpflichtete Heiler, zusammen mit dem göttlichen Heiler entsendet wurde, um Zombie Zocker von der Infektion zu erlösen. Doch die Experimente der beiden scheiterten und so musste doch auch wieder unser guter alter Freund Dr. Schädel loslegen, welcher übrigens Hilfe von einer heilenden Nixe bekam, da Dr. Schädel durchaus eine Vorliebe für Geschlechtsverkehr mit Fabelwesen besaß. Sie nutzten eine Kettenheilung, doch selbst diese Kettenheilung nützte ihnen nichts, denn Zombie Zocker wurde vom menschlichen Schleim zur Schleimechse. Im Endeffekt war es so, dass nur die Heilenspritze von der Injektion Felili unseren Zombie Zocker zurück in seinen ursprünglichen Zustand versetzte. Und das war die Yu-Gi-Oh! Story vom infizierten Zombie Zocker.